Herzlich willkommen zum fünften und letzten Teil dieser Videoserie zum Thema Netzwerkgrundlagen. Dieses Videotraining ist Bestandteil der Ausbildung zum Spezialist-IT Certified Network Administrator. In diesem Videotraining sehen wir uns die Netzwerkkommunikation in Aktion an. Hier haben wir eine Übersicht der Geräte, die miteinander kommunizieren möchten. Im LAN haben wir ein Notebook, welches über einen Switch mit einem Router verbunden ist. Der Router wiederum ist mit dem Internet verbunden und irgendwo in einem Rechenzentrum befindet sich ein Server, mit dem wir vom Notebook aus kommunizieren möchten. Auf den nun folgenden Seiten werden wir sehen, wie dabei die Netzwerkkommunikation im Detail aussieht. Sehen wir uns als nächstes die Netzwerkkommunikation im LAN an. Rechts haben wir unser Notebook mit der IP-Adresse 192.168.200.101, der Subnetzmaske von 3x255.0 und einer gewissen MAC-Adresse. In der Mitte haben wir einen Switch und auf der linken Seite haben wir einen Router mit der IP-Adresse 192.168.200.254, der Subnetzmaske 3x255.0 und einer bestimmten MAC-Adresse. Nun will das Notebook Daten an den Server mit der IP-Adresse 66.27.37.153 senden. Dabei ergeben sich folgende Fragen für das Notebook. Befindet sich das Ziel im selben Netzwerk? Wie komme ich zum Ziel? Wie erreiche ich den Router? Der Switch hat die Frage zu klären, über welche Ports ist welche MAC-Adresse zu erreichen. Und der Router klärt folgende Fragen. Ist das IP-Paket für mich? Wie komme ich zum Ziel? Und wird NAT benötigt? All diese Fragen werden wir nun auf den kommenden Seiten klären. Sehen wir uns nun die erste Frage an. Befindet sich das Ziel im selben Netzwerk? Hier haben wir wieder unser LAN. Das Notebook fügt nun zu den Daten entsprechende Header wie Absender und Empfänger IP-Adresse und Absender und Empfänger Port hinzu. Um nun festzustellen, ob sich das Ziel im selben Netzwerk befindet, ermittelt das Notebook anhand seiner eigenen Subnetzmaske den Netzwerkanteil der Absender- und Empfänger-IP-Adresse und vergleicht diese. Vergleicht also, ob 192.168.200 mit 66.27.37 übereinstimmt und stellt fest, dass diese nicht übereinstimmen. Wie wir wissen, arbeiten Computer mit Binärzahlen. Um nun den Netzwerkanteil der IP-Adressen zu ermitteln, wird eine Wahrheitstabelle verwendet. Diese sagt folgendes aus. 0 und 0 ergibt 0, 1 und 0 ergibt 0, 0 und 1 ergibt 0, 1 und 1 ergibt 1. Diese Wahrheitstabelle wird nun für die binäre Absender-IP-Adresse und Netzwerkmaske und Empfänger-IP-Adresse und Netzwerkmaske angewendet. Daraus resultieren die beiden grünen Bitmuster, welche das Notebook nun sehr leicht miteinander vergleichen kann. Das Notebook stellt fest, dass sich das Ziel nicht im selben Netzwerk befindet und somit Routing verwendet werden muss. Nachdem das Notebook nun festgestellt hat, dass Routing verwendet werden muss, muss es die Frage, wie komme ich zum Ziel, klären. Das Notebook weiß, dass das IP-Paket an die Empfängeradresse 66.27.37.153 gesendet werden muss. Nun sieht das Notebook in seiner Routing-Tabelle nach, ob es einen bestimmten Routing-Eintrag für dieses Ziel gibt. Es vergleicht also die einzelnen Netzwerkziele, ob diese auf die Empfänger-IP-Adresse passen. Da kein Routing-Eintrag passt, wird der Eintrag für das Default Gateway angewendet. Das Notebook muss das IP-Paket also an der IP-Adresse 192.168.200.254 senden. Nachdem nun das Notebook festgestellt hat, dass das IP-Paket an den Router gesendet werden muss, stellt sich die Frage, wie erreiche ich den Router? Da sich der Router im selben Netzwerksegment befindet, kann das Notebook den Router direkt erreichen. Somit kommt ARP zum Einsatz. Wie wir bereits gelernt haben, hat jeder Client eine eigene ARP-Tabelle, in der die bereits bekannten MAC-Adressen gespeichert werden. Diese Tabelle kann mit dem Befehl ARP-A angezeigt werden. Als erstes prüft das Notebook, ob nun sich die IP-Adresse 192.168.200.254 bereits im Cache befindet. Nein.
Als nächstes wird ein ARP-Request per Broadcast abgesendet. Das Notebook ruft also in das Netzwerk hinein. Das Gerät mit der IP-Adresse 192.168.202.54 schicke mir bitte seine MAC-Adresse. Daraufhin antwortet der Router mit einem ARP-Response, welcher seine IP-Adresse und MAC-Adresse enthält. Diese schreibt das Notebook dann gleich in die ARP-Tabelle. Nun fügt das Notebook noch einen weiteren Header zum IP-Paket hinzu, nämlich die Informationen für Absender und Empfänger MAC-Adresse, wobei die Empfänger MAC-Adresse die MAC-Adresse des Routers ist. Das Notebook weiß nun, an welche MAC-Adresse das IP-Paket im LAN gesendet werden muss. Es schickt das IP-Paket auf die Reise, das nun den Switch erreicht. Ein Switch speichert MAC-Adressen von empfangenen Ethernet-Frames in einer eigenen Tabelle ab, der sogenannten SAT, der Source Address Table. In der SAT wird die Portnummer des Switches zusammen mit der MAC-Adresse gespeichert. Das Lernen der MAC-Adressen dauert im Normalfall weniger als 10 Sekunden. Ein Switch schaltet die jeweiligen Ports für die Kommunikation zusammen, daher auch der Name Switch, auf Deutsch Schalter. Der Switch hat nun das IP-Paket verarbeitet und an den Router weitergeleitet. Der Router prüft nun, ob das IP-Paket für ihn selbst bestimmt ist. Dazu vergleicht er nun seine interne IP-Adresse mit der Ziel-IP-Adresse des IP-Pakets und stellt fest, dass diese nicht übereinstimmen. Dann nimmt er seine öffentliche IP-Adresse und vergleicht diese mit der Ziel-IP-Adresse und stellt fest, auch diese stimmt nicht überein. Also weiß nun der Router, dass er das IP-Paket weiterleiten muss. Der Router muss das IP-Paket weiterleiten, muss dazu zuerst die Frage klären, wie komme ich zum Ziel? Der Router öffnet nun seine Routing-Tabelle und prüft, ob es einen bestimmten Routing-Eintrag für die Ziel-IP-Adresse gibt. Da es keinen speziellen Routing-Eintrag für die Ziel-IP-Adresse gibt, wird der Standard-Gateway 80.185.122.85 verwendet. Als letztes stellt sich nun noch die Frage, ob NAT benötigt wird. Sehen wir uns noch einmal den Router an. Auf der rechten Seite vom Router befindet sich das LAN mit einer privaten IP-Adresse. Auf der linken Seite befindet sich das öffentliche Internet. Also ja, es wird NAT benötigt, da der Zugriff aus einem privaten IP-Bereich auf das öffentliche Internet erfolgt. Sehen wir uns nun den Ablauf von NAT im Detail an. Der Client sendet von Port 55.451 und IP-Adresse 192.168.200.101 das IP-Paket an den Router. Der Router erstellt nun einen Eintrag in seiner NAT-Tabelle und fixiert dabei einen Warnport. Der Router sendet nun das IP-Paket mit seiner eigenen Warn-IP-Adresse über den Warnport 51.763 weiter an den Server. Der Server antwortet nun auf die Warn-IP-Adresse und den Warn-Port des Routers. Der Router holt sich nun die Informationen des Clients wieder aus der NAT-Tabelle und sendet schlussendlich die Antwort zurück an den Client. Wir sind nun am Ende dieser Videoserie angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir zeigen, wie ein Netzwerk funktioniert. Nun solltest du in der Lage sein, alle Fragen, welche wir am Anfang dieser Videoserie gestellt haben, zu beantworten. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg zum Spezialist IT Certified Network Administrator.